Na? Hallo Borkheide, hallo Welt. Wir zwei haben heute mal Ausgang gekriegt. Der Matze, hast du in der Hand plötzlich? Der Matze, quatsch mal dazwischen, ja? Wir haben Ausgang. Hallo, es ist Herbst. Herbstferien. Die Sonne scheint, deswegen haben wir Ausgang. Und es ist Pilzsaison, wie man sieht. Genau, Pilzsaison. Und nicht nur hier, sondern auch hier, wie man sieht. Denn hier im Waldbad sprießen die ersten Pilze oder der eine große. Aber das ist schon wieder die Vorbereitung für die neue Saison hier im Waldbad. Haben fleißige Helfer schon wieder angepackt und hier einen ganz tollen, eine ganz tolle Sitzgruppe hingestellt. Vielen Dank an die Feuerwehr auch. Jungs, ihr musstet hier richtig assen. Ich hab's gehört. Ein großes Dankeschön. Ihr habt gestöhnt? An alle. Ganz Borkheide hat das gehört. Ein großes Dankeschön nochmal hier für eure Unterstützung. Genau, Pilze. Also wie gesagt, der Wald ist voll mit Pilzen, mit Autos, die von überall herkommen. Überall trampeln Leute wieder durch die Wälder. Pilzdiebe. Und die sind nicht nur freundlich zum Wald, sondern die lassen auch Dinge dort, die nicht dorthin gehören. Ja, lasst euer Müll zu Hause. Genau. Flaschen, Rasenschnitt, Gartenabfälle, was da mittlerweile wieder alles im Wald landet, geht überhaupt nicht. Genau. Da nicht, mag schön. Man. Nicht schön. Ja, wenn ihr wen seht, sprecht sie drauf an, dass doch bitte die Wälder sauber gehalten werden. Denn auch Rasenschnitt kann dazu führen, dass er durch thermische Kochereien innerlich auch mal in Brand gerät. Ja, da wachsen ja unter anderem auch Sachen, wenn der ganze Gartenmüll da landet, die eigentlich in den Wald nicht gehören. Ja. Das muss man halt auch mal so sehen. Pilze. Pilze zum Beispiel. Pilze ohne Z. Leere. Ja. Wenn die denn noch voll wären. Aber die sind leer. Okay. Ja, wir haben gar nicht so viel, deswegen sind wir nämlich hier. Es ist noch nicht mal, ist noch nicht mal Fußball gerade. Es ist nicht Fußball, aber Fußball ist am 13.10., nämlich am Sonntag, am kommenden Sonntag ist Fußball. Und zwar schon um 12 Uhr in Belitz. Da müssen unsere Jungs wieder ran. Die haben sich ja jetzt fett ausgeruht, sind ganz schön abgerutscht in der Tabelle, liegen auf dem fünften, stehen auf dem fünften Platz. Aber das hat nichts zu sagen, weil die anderen haben teilweise doppelt so viele Spiele wie unsere Mannschaft. Und ab Sonntag geht's wieder los, wie gesagt, um 12 Uhr in Belitz. Kommt alle mit und unterstützt die, damit die Punkte uns wieder nach oben drücken. Ja. So, Matthias. Mensch, Sonne scheint. Sonne lacht, Blende 8 hieß es früher. Genau. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan, wie das Wetter wird. Ich glaube, es kommt so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nochmal ganz schön der Regen uns besuchen, bevor es am Wochenende wieder etwas wärmer wird. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Meine Frau hat was von 20 Grad gesagt. Jetzt sage ich ja, Wochenende ein bisschen wärmer wird. Wahrscheinlich werden wir die 20 Grad sogar nach oben toppen. Aber drei Tage vorher wissen wir es genauer. Und wenn es soweit ist am Samstag, dann können wir genau aufs Thermometer gucken und wissen, wie warm es ist. Genau, hier ist schön ruhig im Waldbad, keiner mehr hier. Saisonabschluss ist bei mir nächstes Wochenende in meinem Verein. Wir müssen noch die Boote rausholen, die schwimmen noch. Aber es ist auch vorbei. Hier ist natürlich nicht nichts los, sondern hier begann schon letzte Woche die Vorbereitung für den Weihnachtsmarkt. Ha. Die erste Sitzung war, also wer bisher noch nicht hier war, zum Weihnachtsmarkt, die nächste Versammlung für die Weihnachtsmarktvorbereitung ist am 6.11. 18 Uhr hier im Waldbad. Also dann alle, die noch nicht hier waren und sich noch nicht gemeldet haben, aber einen Stand machen möchten, Vereine etc. hier aus Borkheide und Umgebung, meldet euch bitte bei der Marion Naumann. E-Mail-Adresse ist presse@waldbad-borkheide.de. Da könnt ihr euch hinwenden. Und auch wenn ihr glaubt, im Waldbad ist immer noch nichts los. Punkt 2. Natürlich wird es auch im November noch den einen oder anderen Arbeitseinsatz geben, weil noch ist die Wiese grün, aber das Laub hat die Neigung im Herbst von oben nach unten zu fallen. Ja, in farbiger Ausprägung. Wächst auch noch, wenn ich das so sehe hier. Ja, Rasen müssen wir auch noch mal mähen. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen noch Kabel verbunden im Herbst und ein bisschen Laub aufsammeln und Äste. Es wird sicher noch ein oder zweimal stürmisch werden, glaube ich, bis dahin. Und da hier zu Hause? Wie auch. Na, da weniger, viel mehr. Ja, und dann, wie gesagt, in weiterer Voraussicht geht es ja dann noch weiter. Dann kommt noch der besondere Abend. Das war, glaube ich, der 26. 26. Und zwar 10. um 17 Uhr im Hotel Fliegerheim. Richtig. Barockmusik, wer das mag. Geht dahin. So. Das war's? Jetzt könnten wir so noch elendig lange zusammeln. Ich glaube. Einfach. Hey, komm, wir gehen noch mal baden, oder? Ja. Zieh dich aus. Ja. Haben wir Tschüss gesagt? Haben wir Tschüss gesagt? Dann muss ich wieder reinkommen.
Ja, das war's, haben wir gesagt. Ne? Das war's. Tschüss. Bis zum nächsten Montag hier bei Borkheide News TV. Euer Matze und Lütze. Tschüss. Tschüss. Der klaut die Pilze. Wow, 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 wow.